Na gut, es gab ein Level dafür, das ist ja okay. Und die können wir auch gleich mal wieder verballern. Nun haben wir Rot? Nee. Würde ich doch meinen, wir haben doch noch nicht alles Rote. So. Wir gucken mal fleißig. Ich glaube, wir haben alles Rote, ne? Den roten Pfad haben wir. Ach so, okay. Ja, dann geht's mit dem blauen Pfad los, ne? Dann würde ich sagen, machen wir hier von oben. Wir machen von oben nach unten. So, 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 so. Und ja, ich gucke gar nicht mehr, was ich da genau mache. Ist irrelevant. Hat absolut keinen wirklichen Einfluss mehr. Aber das ist halt normal, ne? Wenn man sich die Zeit nimmt und 100% von dem Spiel macht, dann wird man halt zu einem gewissen Punkt auch overpowered. Das glaube ich auch mit eingeplant. So ein Huhn. Liebe strahlt hell, mein Herz. Verschwinde, Bertha. Bertha? Bist du es? Aldwin, mein Liebster. Ich bin's. Ich bin hier. Ich habe dir sogar ein Gedicht geschrieben, wie du es magst. Willst du es nicht hören? Deine Sternaugen sind wie Teller, mit Sternen darauf, anstelle von Essen. Bertha, bitte! Du verstehst es einfach nicht! Lass mich in Ruhe! Bist du hier, um mir Aldwin auszuspannen? Was? Oh, ich würde es verstehen. Sein hübsches Gesicht lässt keinen kalt. Herzschmerz? Neben einer Blume wie ihm bin ich ein Wurm. Meine Worte berühren ihn nicht. Er ist unbeweglich. Es waren die falschen Worte. Wie bitte? Na, wenn du so ein Dichter bist, hilf mir, die Tür zu seinem Herzen zu öffnen. Warte einen Augenblick, ich denke mir etwas Gutes aus. Aldwin, mein Liebster, ich bin's, ich bin hier. Ich habe dir sogar ein Gedicht geschrieben, wie du es magst. Fässer mit frischem Ale. Deine Sterne. Wer auch immer hier lebt, mag starke Getränke. Mit Sternen darauf, anstelle von Essen. Bertha, bitte! Du verstehst es einfach nicht. Fleckige Tagebuchseite. Herr im Himmel, erhöre mich. Ich bin ein einfacher Mann mit einem großen Ziel. Ich will das beste und stärkste Bier im ganzen Land brauen. Aber andauernd werden mir Versuchungen vor die Füße geworfen. Ist das eine Prüfung, Gott? Mein flottes Aussehen scheint das halbe Dorf anzulocken. Bitte, lass sie ermüden, denn ich bezweifle, dass irgendeine von ihnen meine Bedürfnisse versteht und meinen Traum gemeinsam mit mir verfolgen wird. Meine Liebe strahlt hell, mein Herz. Verschwinde, Bertha. Mehr ist hier nicht, ne? Ich würde sagen, der Mann braucht gerne Bier. Probier's doch mal damit. Aldwin, mein Liebster. Ich glaube, ich weiß, was du sagen musst. Dann lass mal hören. Du sagst, er sei ein Bierbrauer. Rühme seine Handwerkskunst. Du gerissener Teufel! Warum ist mir das nicht eingefallen? Lasset mich dichten, von einem Bier euch berichten. Ein jeder, der es trank, möchte nie mehr verzichten. So trinken Herren und Knechte, sogar des Königs Gäste, weil's so köstlich ist. Aldwins Ale ist das Beste! Diese Worte über mein Ale, gesungen von einem Engel mit honigsüßer Stimme. Wer von euch sang diese hübschen Worte für mich? Wie, das wäre doch keine Lüge. Sie hat ihn doch selbst erfasst. Also verfasst. Sie hat diese Worte gedichtet und sie dir vorgetragen. Ich wusste gar nicht, dass du solch wundervolle Verse schreibst, Bertha. Komm rein. Ich will mehr hören. Ich danke dir von Herzen. Ja, nimm diese Dinge, die ich für Aldwin gemacht hatte. Ich brauche sie wohl nicht mehr. Ja, viel Spaß mit dem Mann und dem Bier. Guck mal, er legt dich sofort ins Bett. Da weißt du ja gleich, was hier abgeht. Du nicht? Na gut, dann halt nicht. Ciao. Habe ich gerade ein bisschen Gänsehaut auf dem Arm gekriegt, weil das Gedicht so gut war. Ich meine, es ging um Bier. Das muss gut sein. Der Hahn geht mir auf den Sack. Da stand mir Fortschritt im Weg.
Entschuldigung. Es ist vererbt. Das habe ich von meinem Vater. Der hat mir gezeigt, wie man mit Hähnen umgeht. Das macht man halt so. Wenn der Hahn stört, kommt er in Hört. Meine Gedichte sind auch gut. Ja, hallo. Auf die Welt. Ab die Fahrt. Ab die Fahrt. Segel! Auf den Wind! Und... ein Lied? Jetzt haben wir ein Lied. Dauert nicht lange. Wir sind ja gleich da. Segel runter! Ich mag die Lieder echt. Ich stelle mir das auch immer irgendwie cool vor, oder beziehungsweise man sagt immer so eine Art Romantik, dass man sozusagen vergangene Sachen oder ähnliches immer romantisiert. Also in dem Sinne. So irgendwie in einer ganz alten Schenke sitzen, wo wirklich Leute sitzen, oder einer zumindest, der so eine Musik macht und dann aus richtig alten Holzkrügen ein Ale trinken. Boah, wäre das cool. Ich glaube, da wäre es auch egal, ob es irgendwie keine Heizung gibt oder der ganze Laden wirklich nur aus Holz und harten Brettern und alles besteht. Ich glaube, das hätte richtig Flair, so Mittelalter-Festival-mäßig. So. Achso, eigentlich wollte ich ja plündern hier bei euch, ne? Warte, ich muss mal kurz J drücken. Ich weiß nicht, warum er nach da lenkt. Das war ich nicht. Oh, ein Tor. Warum? Au. Au. Sag mal. Jetzt wird's aber da. Frech hier. Böser Wolf. Kommt denn das Wildschwein jetzt her? Sag mal, habt ihr hier irgendwie eine Tierparade? Der Wolfsmeister ist gut. Hab ich schon mal gegen so einen gekämpft? Und kann mir mal einer sagen, warum die alle ihre Schwachpunkte am Fuß haben? Ist das eine Anspielung auf Achilles? Ich sehe nichts. Das reicht. Der heilt sich sogar. Ich glaube, ich habe noch nicht gegen den Wolfsmeister gekämpft. Oder es nicht mitbekommen, ich weiß es nicht. Hä? Jetzt fangen die an zu zaubern, oder was? Schluss mit dem Quatsch. Achso, das ist ein Verrückter. Das ist kein Zauberer, das ist ein Verrückter. Das ist das Gleiche. Ich glaube wirklich, das ist hier so eine Art Wanderzirkus, der hier besetzt hat. Hier. Schwer gegen den zu kämpfen. Und jetzt er auch noch dazu. Hier. Hä? Nicht du, dein Kollege. Sehr schön. So, jetzt kann ich mich mit dir befassen. Reicht's aber. Mann, ist der hart im Nehmen. Da brichst du ja die Faust dran. Wirklich von da hinten? Okay. So, was gibt's hier? Einen Opal. Klar, kommt doch rein, um Sachen kaputt zu machen. Und dann steht im Weg rum. Ist super.
Du gehörst mir. Beförderung steht hier sicher, also es steht fest. Halt dein Kram. So, ich will da rein eigentlich. Ich will hier nur plündern. Ich will mich gar nicht mit eurem komischen Wanderzirkus hier aufhalten. Ich meine, die haben Wölfe, Feuerspucker. Seiltänzer kommt bestimmt auch noch. Mist, da passe ich nicht durch. Hier ist doch sicherlich eine Tür. Die werden auch hier nicht durchs Fenster gehen. Da. Zack. Keine Arme, keine Kekse. Ich brauche hier drüben Hilfe. Muss ein Schatz sein. Ja, das hoffe ich doch. So. Die Musik läuft noch. Von dem Boot. Schön. Thor, führe meine Hand. Oh, das war die falsche Taste. Bist du hier gerade reingekommen? Und. Da bin ich jetzt aber kein Fan von, du. Hier. Ey. Halt mal. So. Ich würde sagen, ich muss hier runter, ne? Ist das die Kirche, wo ich, wie hieß die nochmal? Fulke geholt habe? Wie komme ich da rein? So schon mal nicht. Das sieht ein bisschen aus wie der Ort, wo wir Folge geholt haben. Da ging es ja auch so komisch runter. Wo wir noch den Mönch überreden mussten. Obwohl, nicht so weit runter ging das nicht. Jetzt bin ich draußen. Was? Ich wollte doch einen Schatz haben. Ja, und er rennt mir hinterher wie ein Dussel. Rennt mir nicht hinterher. Ich weiß doch nicht, wo es lang geht. Das ist da drin. Kann ich da rein? Ah, guck mal da. Kann ich da durchschießen? Ja. So. Es ist offen. Heizpop ist spontan gerade eingeflogen, deshalb höre ich die. Ah, okay. Ja, schöne Grüße an ihn. Ich hänge an der Treppe fest. Trinkt nicht so viel Apfelsaft. Ist ungesund, vor allem für ihn. Stimmt nicht? Wie, stimmt nicht? Was stimmt nicht? Verwirr mich nicht! Ich bin alt! Ich weiß trotzdem nicht, wie ich da runterkomme, um den Schatz da einzusammeln. Oh, das kann ich mir nicht mit anhören. Komm, ich helf dir hoch. Komm. So. Ja, bitte. Kann ich mir doch nicht anhören. Hat der nächste Schatz ist oben? Nee, das ist Quatsch. Wir sind wohl da. Ich brauche hier Hilfe. Eine reiche Ernte. Lass dir Zeit. Draußen ist ja auch nur Krieg. So, wie komme ich jetzt zu dem anderen Schatz da unten? Ich muss irgendwie von der anderen Seite rein, da wo ich aufgeschossen habe. Da hinten brennt es schon wieder. Irgendwer liegt hier schon wieder faul rum. Aha, du liegst hier nicht faul rum, du brauchst Hilfe.
Gut, damit hätten wir das. Und ich glaube, damit haben wir die Südinsel fertig. Das heißt, wir nehmen jetzt die hier. Wie gesagt, ich würde das halt gerne danach einteilen, wie wir, also wie die Flüsse sozusagen liegen. Dann behalte ich ein bisschen den Überblick. Danach würde dann das kommen, dann dieser kleine Fleck hier und dann das große. Okay. Und das Schöne ist, ich überlege gerade, ob ich dann wirklich eine Seefahrt hier so lang mache. So schön mit der Musik. Oder hier lang? Egal, wie geht das mal hin? Ich glaube, ich weiß, wie... Ach ja, stimmt, ich bin noch im Angriff. Das geht ja nicht. Und schon wieder gehustet. So, Wolf, geh mal weg. Wir haben ja gar keine Zeit dafür. Hier. Sag mal! Die Waffen sind echt ein bisschen langsam dafür. So. Geben die viel EP? Seid ihr es wert? Habe ich gesehen, du Nase weiß. Und tschüss. Oh. Was ist? Hier. Was war der Fuß? Kann halt nicht. Au! Hilfe! Ha! Jetzt gibt's ja mal ein paar Kopf. Oh, okay. Das war jetzt nicht so wörtlich gemeint. Oh, da brauchst du wieder eine Hilfe. Warte, ich helfe dir gleich. So. Ich dachte, der andere schießt noch auf mich, deswegen wollte ich kurz. Ja, gerne. Immer wieder gerne. Aber es wäre schön, wenn ihr aufhört, hier umzufallen. Mit wem kämpft ihr hier eigentlich? Ja, mit dem nicht mehr. So. Auch Ruhe. Hier einfach die ganze Zeit auf dem Boden. Was habe ich denn für eine Truppe? Da, der nächste. Leute, was ist los mit euch? Ist jetzt nicht so, als wenn die hellsten wären. Guck mal, der schießt auch immer gegen das Geländer. Oh, diesmal nicht. Komm, ich helfe dir trotzdem. So war. Gut, hier. Blöde Kuh. Es stinkt. Verdammt. Oh, und da liegt schon wieder einer. Ich bin hier nur am Sanitäter spielen, das ist ja unfassbar. Haben wir es denn jetzt, Jungs? Danke. Können wir weiter? Ich glaube, ich bin nicht mehr im Kampf, oder? Ja, es geht. Uiuiuiuiuiuiuiui. Zu Boden werfen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Gegner mit zu Boden zu werfen, etwa indem du sein Schild mit einem schweren Angriff zerbrichst. Gut, da lang. Also ich werde das mit der langen Bootsreise, werde ich irgendwie noch machen. Ich werde das irgendwie einbinden. Ich finde das echt schön, wenn man da so gediegen lang segelt, bisschen die Musik genießt. Ich finde es so schade, dass der Game-Sound von dem Schiff selber dann immer ein bisschen im Weg ist vom Wasser und so. Aber wer weiß, vielleicht kann man das ja separat ausstellen. Da kümmere ich mich dann drum, wenn es soweit ist. Und das könnte eine Quest sein, oder? Es ist ein Dränger. Ein Dränger. Auf der Schwierigkeit Dränger, will ich nur kurz erwähnen, ne? Bevor ich gleich wieder ausgelacht werde. Sei gegrüßt, Krieger. Das hier gehört dir? So ist es. Ich bin Gottfried Wohlgewandt, gefeierter Dränger des großen heidnischen Heeres, treuer Gefolgsmann von Ragnar Lodbrok. Ich suche einen letzten sauberen und ehrbaren Kampf, da ich alt und gebrechlich werde. Ich will auch im Todesröcheln meine Würde behalten. Du sorgst dich gut um dich selbst. Meine Kriegskleidung ist makellos, gut gepflegt und rein. Ragnar brachte mir hier über den Sommer meine Selbstachtung bei.
Ein reines Gewissen, ein makelloser Eid und unbeschmutzte Treue sind von größerem Wert als jedes gereinigte Rüstungsteil. Weise und wahre Worte. Habe ich nun die Ehre? Ein sauberer Kampf ist alles, worum ich dich bitte. Warum redet ihr denn so hochgestolzt, oder so hochgestellt? Ja. Möge Odin unserem Tanze beiwohnen. Kämpfen wir. Dein Gewand wird noch ein letztes Mal von Rabenwein getränkt. Meine Kampfheit. Die heißt sogar Gutfried Wohlgewand. Du Sack, behalt dein Kram. So. So, fein in Knie. Karriere beendet. So, gleich mal erst bei einer auf dem Deckel. Nö, nö. So. Oh, das war jetzt nicht so doll. Was macht der da? Nein. Hier. Zack. Das ist mein Glück. Überlebst du nicht? Ja, ja. Können wir wieder rausgehen? Das ist ein bisschen eng hier. So. Komm, wir spielen draußen. Zack. Na, was los? Spaß haben? Hat der auch zwei Schilder? Ich glaube, es hackt. Na, verdammt, ich habe die falsche Schasse. Ich sehe nichts. Ist das nicht ein bisschen unfair? Nee, der hat nicht zwei Schilder, der hat doch einen Hammer. Hast du mich gerade dreckig genannt? Hier. Du gehörst mir. Gar nicht. Hihi. Komm her, hier. Ach, der Angriff bringt auch nichts, ne? Also das mit dem Schwert, so vom Angriff her, finde ich eher so meh. Komm her. Okay, das bringt auch nichts. Das überlebst du nicht. Du Narr. Ach komm. Bevor wir weiter rumspielen, hau ich dich mal einfach zu Klump. Nö. Hallo. Meine Waffen sind stumpf und unrein. Ich will nur scharfe und saubere verwenden. Nur die feinsten. Ich kann dir auch mal gerne dein Geplapper aus dem Gesicht hauen, wenn du willst, du blöder Vogel, ey. Deine Waffen sind nicht scharf genug. Kann ich mal am Tüffel tuten. Für dich reicht das noch. Hier. Hier. Ja, wie viele Waffen hat er eigentlich? Soll wohl eine Kiste rumliegen? Du wirst Rabenfutter. Oh, komm her. Ist er so dick, wie der ist? Kann ich den auch werfen? Nee. Doch, kann ich. Hier, bitte. Oh, geht gar nicht. Daneben. Reicht aber. Oh, 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 oh. Nicht auf den letzten Meter jetzt noch. So. Gutfried. Gewand. Oh, irgendwann Gewand. Ich blute aus sauberen Wunden. Ich danke dir für diesen letzten Kampfesgesang von gut gefertigtem Eisen. Geh deinem makellosen Sieg entgegen. Lebe wohl, ehrbarer Drenger. Kann ich den wegwerfen danach? Man, gekämpft hat er ja gut. Also, ne, gekämpft hat er gut. Da kann man nicht sagen. Komm, ich bestatte dich noch. Nee, hier nicht. Wo bestatte ich dich denn? Hier im Brunnen? Nee. Ist auch nichts. Hat der kein Bett hier drin? Doch, da. So. Das muss reichen. Schlaf gut. Als sprachgewandter, eloquenter, gut erzogener Mann muss man natürlich auch in seinem Tode auch noch auf einem schönen Bett liegen. Das gehört sich einfach so. Gut, sagt Knut. Ich sagte ja, ich würde eventuell so rumfahren, aber ist ja Quatsch, ne? Ist ja viel dichter hier. Theoretisch könnte ich jetzt auch die ganze Zeit... Achso, N.
N statt M gedrückt. Theoretisch kann ich natürlich auch die hier jetzt noch lang friemeln. Aber da muss ich immer über den blöden Fluss. Das will ich nicht. Oder? Die liegen ja in einer... Doch, komm, die liegen in einer Linie. Das sehe ich ja jetzt erst. Dann nehmen wir die mit. Das wäre ja Quatsch. Das wäre ja Quatsch. Ich bin da meistens immer so ein bisschen... pingelig. So, wenn die Gebiete schon mit Flüssen abgegrenzt sind, kann man sich auch dran halten. So. Aber ist ja unnötig. In dem Fall auf jeden Fall. Gut, was ist das hier? Das können wir doch mitnehmen. Das brauchen wir doch. Tritt mal gegen da. Sehr gut. So, hier auch. Nein, was? Ich meine, schön, aber nicht gewollt. Gut. Komm, ich trete einen Hirsch. Okay, es war eigentlich ein Witz, aber wenn es klappt, warum nicht? Das ist ein neuer Trend auf TikTok. Hirsche treten. Was ist das? Ja, ist ja gut da oben. Ah, okay, hier geht's weiter runter. Dann holen wir noch mal kurz Luft. Und gehen dann wieder runter. Wenn es ein bisschen dunkel ist, tut's mir leid, da kann ich nichts machen. Ich kann hier unten keine Fackel anmachen. Also, ich habe zumindest keine Magnesiumfackel dabei. Ob sie damals gab, glaube ich nicht. Das ist echt ein bisschen gefährlich hier, ne? Ich laufe ziemlich heftig Gefahr zu ertrinken. Okay. Wir haben hier nichts anderes. Ich kann also wieder rausschwimmen. Den Tarnenwaffenrock hatten wir. Und ich habe ein bisschen mehr als die Hälfte Zeit. Ich glaube, von den Tarnensachen hatte ich noch gar nichts. Hauptsache, ich finde jetzt auch wieder raus. Nee, runter. Runter? So. Ja, okay, alles klar. Gut. Das funktionierte. Und dann nehmen wir gleich mal das nächste ins Visier. Da sind sogar zwei, wenn ich das gerade richtig sehe. Irgendwie hängst du mir zu komisch im Gesicht rum. So, und die ausgelassenen Frames, die sinken immer weiter, 2%. Das funktioniert doch. War vielleicht einfach nur durch diese Problematik am Anfang. Habe ich jetzt alle Hirsche gegen mich aufgebracht, weil ich einen getreten habe? Da kann ich nichts für. Das ist ein Trend im Internet. Den muss ich mitmachen. Sachen treten, Sachen umwerfen, Sachen essen. Ich mache alles mit. Na, da sind Ärzte. Wir lassen ja wohl keine Ärzte hier liegen. Das war unnötig. Mach ich gerne mal. Gut. Wir sind ja eh in der Nähe, dann können wir gleich mal gucken, was genau das ist. Da ist ein Schlüssel. Danke für nix. Oh, ein Fertigkeitenbuch. Damit habe ich ja schon lange nicht mehr gerechnet. Aber ich muss trotzdem irgendwie hier runter den Schlüssel holen. Nach einer Weile bekommt man so ein Gefühl, wo sich ein Eingang befinden kann. Man liegt nicht immer richtig. Aber ich brauche jetzt nicht den Schlüssel, der hinter der Tür ist, oder? Das wäre komisch. Aber manchmal liegt man halt falsch und man findet den Ausgang statt den Eingang. Wollte ich jetzt sagen. Also, ich wollte ja meinen Satz noch beenden, ne? Okay, wie komme ich jetzt da rein? Oder gibt es hier oben auch noch einen Schlüssel?
verkippte Statue da. Sieht doch vielversprechend aus. Sehr schön. Und sonst gibt es hier nichts. 23 Meter über mir. Doch, gibt es doch was. Nimm mir mit, bevor wir nach unten gehen. Hallo? So. Eine Schatzhortkarte eingesammelt. Und runter. Munter runter. Munter ans Werk, Mr. Friemann. Nein,